Ja, wir freuen uns hier auf dem Podium, dass wir so viele interessierte Gäste und Teilnehmer haben. Herzlich willkommen. Wir hoffen, dass wir Ihre Erwartungen nicht enttäuschen und Sie einen spannenden, interessanten und informativen Abend erleben. Bevor wir einsteigen, darf ich das Wort der Tina geben, die ja als Gastgeberin hier angetreten ist. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Tina Lips. Ich bin hier Vertreterin der örtlichen ATTAC-Regionalgruppe Baden-Baden. Und wir haben ja dieses, na, ich sag mal, zweifelhafte Vergnügen, diese Großveranstaltung in unserer wunderschönen Stadt gerade zu haben, mit all den Auswirkungen und den Hunderten von Polizisten und ja, also wir haben das alle gesehen. Wir waren auch gerade noch 5 Minuten draußen und haben uns dagegen verwahrt, dass Besucher dieser Veranstaltung einer Personenkontrolle unterzogen werden. Also, es ist ein zweifelhaftes Vergnügen. Aber das größere Vergnügen ist natürlich, dass wir hier so qualifizierte Diskutanten auf dem Podium haben und darüber freuen wir uns sehr. Ich möchte die Gelegenheit nur ganz kurz nutzen, wirklich ganz kurz, um zu sagen, dass ATTAC Baden-Baden seit 15 Jahren hier arbeitet. Wir feiern unser 15-Jähriges im Mai und dass wir uns natürlich jederzeit freuen über weitere Interessenten und Mitarbeiterinnen und Beteiligung hier. Deswegen lassen wir jetzt hier einen Blatt rumlaufen und vielleicht mag sich jemand eintragen mit E-Mail-Adresse und oder Hausadresse und dann können wir in Kontakt treten und würden uns sehr freuen, nicht nur an diesem Thema, sondern an anderen ATTAC-spezifischen Themen gemeinsam weiterarbeiten zu können. So, das war's schon. Danke. So, dann steigen wir ein. Vielleicht, bevor ich die Diskussionsteilnehmer vorstelle, kurz was zum Ablauf. Wir haben zwei Diskussionsrunden oder hier Podiumsrunden geplant. Zum einen eine erste Runde, in dem wir die Podiumsteilnehmer gebeten haben, nochmal darzustellen, wie sie die aktuelle Konfliktlage bei dem Thema Steueroasen, Steuervermeidung sehen, auch gerne mit einem persönlichen Bezug, wie sie persönlich zu diesem Thema gekommen sind, wie sie dazu gekommen sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann nochmal eine zweite Runde, da geht es dann eher um das Thema Lösungsvorschläge, welche Ideen, welche Vorschläge gibt es, um die aktuellen Probleme mit der Besteuerung von Unternehmen, mit der Steuerflucht, mit Steueroasen, wie man die behandeln könnte. Ungefähr Zeitraum für den ersten Teil eine Stunde, sodass wir dann anschließend noch eine weitere Stunde für Diskussion haben. Ich denke, das ist, glaube ich, eine sinnvolle Aufteilung. Wir bitten daher nicht sozusagen vorneweg fragen, oder wir werden nicht vorneweg Fragen zu beantworten, sondern wir bitten Sie, sich die Fragen für die Diskussionsrunde aufzusparen. So, dann komme ich jetzt zu den Personen, die hier auf dem Podium sitzen, neben mir die Frau Dr. Ataya Maris. Ich hoffe, ich habe den Vornamen einigermaßen korrekt ausgesprochen. Sie ist Senior Lecturer an der Universität Nairobi und war vorher im Vorstand des Tax Justice Network, also hat sich sehr intensiv mit diesem Thema Steuern schon befasst. Dann an der nächsten Seite Antoine Deltour. Ich denke, der Name ist ziemlich geläufig, ist gerade dieser Tage ja wieder durch die Medien gegangen, da ja das Revisionsverfahren, jetzt das Urteil gesprochen wurde. Ich denke, Antoine, du wirst dann dazu auch noch mal ein paar Worte dazu sagen. Und hier auf der anderen Seite Markus Henn, er ist Referent für Finanzmärkte bei WEED. WEED steht für Weltwirtschaft, Ökonomie und Entwicklung und beschäftigt sich ebenfalls sehr intensiv mit diesem Thema. Und ich gebe gleich zu Beginn das Wort an Markus für eine kurze Einführung. Ja, vielen Dank, Alfred. Ich wollte nur kurz einen Aufriss machen, warum wir überhaupt hier zu Steuern sprechen wollen, wo wir ungefähr stehen, bevor wir dann auch vor allem unsere nationalen Gäste hier zu Wort kommen lassen wollen. Okay, Moment, muss mal kurz schauen.
Ja, die Veranstaltung heißt Der Stinkt, der Fisch vom Kopf her, die Bekämpfung von Steueroasen und Steuerflucht durch die G20 und die EU. Das Thema ist jetzt einige Jahre schon auf der Agenda der G20, vor allem durch einige Skandale, die wir hatten, so um 2008/2009 herum, als die ersten Whistleblower-Daten geliefert haben. Das sind Namen wie Rudolf Elmer in der Schweiz, Heinrich Kieber in Liechtenstein, Haree Falciani auch in der Schweiz oder Bradley Birkenfeld in den USA, die dafür gesorgt haben, dass die ersten großen Skandale aufgedeckt wurden. Und es gab also auch eine große Bewegung danach, der G20 erst einmal zumindest formell zu sagen, die Zeit des Bankgeheimnisses ist über, ist vorbei. Das war so 2008, 2009 herum, die großen Versprechungen. Es gab dann auch natürlich die Finanzkrise, die viel mit Steueroasen zu tun hatte, die auch ein weiterer Grund war zu sagen, wir müssen da regulieren. Und deswegen war es jetzt schon wirklich seit knapp 10 Jahren immer ein großes Thema der G20, die ja als ihren Fokus ohnehin haben, die Regulierung der Finanzmärkte. Und da ist also schon jetzt erstmal so viel versucht worden. Zu den Reformen kommen wir später, will ich jetzt gar nicht hier einsteigen. Wir hatten dann jetzt in den letzten Jahren verstärkte Diskussionen über Steuervermeidung von Unternehmen, auch auf Basis zum Teil von den durchgesickerten Daten wie von Antoine Deltour, aber auch schon davor durch Skandale, die aufgedeckt wurden in den letzten Jahren, verstärkt auch in der Europäischen Union durch die Entscheidungen zum Beispiel der Kommission zu einigen Unternehmen wie Starbucks, Apple und anderen mit teilweise wirklich extremen Summen, was diese einzelnen Unternehmen hinterzogen haben. Allein Apple soll ja 13 Milliarden zurückzahlen für das, was die da in Irland gemacht haben. Das heißt also, es sind wirklich jetzt handfeste Fälle, die wir haben, wo wir früher oft noch gemutmaßt haben, was da eigentlich an schlimmem Zeug passiert. Inzwischen wissen wir wirklich auch einzelne Fälle, die diese Dimension sehr gut zeigen, wo wir auch sagen können, wir haben uns auch nicht geirrt oder so, dass da ein Skandal hintersteckt, auch bei Unternehmen. Wir können das jetzt auch ganz genau belegen. Natürlich noch nicht so gut, wie wir es wollten, da kommen wir bei der Reform nochmal drauf zurück. Wir haben natürlich jetzt ein neues Problem, was über die Steuervermeidung, die wir so gerade diskutiert haben, die letzten Jahre mit bestimmten Tricks hinausgeht, nämlich dass der Steuerwettbewerb sich wieder verstärkt bei den G20 jetzt äußert, ist kein neues Problem. Gerade in der Europäischen Union kennen wir den Wettbewerb schon lange mit eben Irland zum Beispiel, auch osteuropäische Staaten, die stark ihre allgemeinen Unternehmenssteuersätze verringern, also wirklich die gesamte Unternehmenssteuer auch senken. Und jetzt natürlich mit den Ankündigungen von Trump oder May, die beide gesagt haben, sie werden massive Verkürzungen ihrer allgemeinen Unternehmenssteuersätze vornehmen, haben wir nochmal ein ganz neues Problem, wo wir leider auch, denke ich, strategisch neu überlegen müssen, wie wir überhaupt noch eine Chance haben, diesem Strudel zu entkommen. Da müssen wir auch nachher nochmal darauf zurückkommen, was wir da so in der Hand haben. Die These, die wir aufgestellt haben, ja, im Titel stinkt der Fisch vom Kopf her, kommt daher, dass wir gedacht haben, ist natürlich so, dass die G20 gerade sich immer als die großen Reformer präsentieren, dass aber zugleich viele dieser Staaten auch ihre eigenen großen Probleme mit Steuern oder mit Geldwäsche haben. Deutschland hat da einiges, gerade im Geldwäschebereich, bei Unternehmen sind natürlich viele EU-Mitgliedstaaten ein Problem. Die grüne Fraktion im Europaparlament hatte jetzt bei Beginn der maltesischen Ratspräsidentschaft in der EU einen schönen Bericht herausgegeben, ist Malta a Tax Haven, wo sie sehr schön zeigen, was das für ein Staat ist und wie dieser Staat natürlich jetzt völlig ungeeignet ist, die Ratspräsidentschaft zu haben, wo ganz wichtige Reformen auch noch vorangetrieben werden im Steuerreformbereich. Und auch Großbritannien natürlich mit seinen ganzen angegliederten Steueroasen, das ist alles ein Problem, das nach wie vor besteht und wo die G20 wirklich ein sehr zweifelhafter Ort sind, um diese Reformen durchzuführen und eben doch wirklich eigentlich auch selber erstmal hier sehr stark sich, ja, selbst reformieren müssen. Auf die Details kommen wir jetzt, ich will nicht mehr sagen. Ich möchte jetzt an diesem Punkt das Wort übergeben an Antoine Deltour, dass er uns berichtet, was er für einen Hintergrund hat, was er getan hat und was ihn dazu bewegt hat. Bonsoir. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation et je m'excuse, je regrette sincèrement de ne pas avoir appris l'allemand à l'école. Alors effectivement, enfin, le sujet, c'est le système fiscal international et la manière de le réformer. Je pense que mon opinion ne vaut pas plus que celle de n'importe qui dans la salle. C'est pourquoi je vais plus simplement présenter mon parcours de lanceur d'alerte dans l'affaire LuxLeaks et mes motivations pour lancer cette alerte. Donc, je suis un citoyen français qui a
travaillé dans un cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers au Luxembourg de 2008 à 2010. C'était ma première expérience professionnelle. Et j'étais très content d'aller travailler au Luxembourg. Donc j'habite en Lorraine et il y a énormément de Lorrains qui vont au Luxembourg pour trouver du travail. Et surtout, je voyais une utilité sociale à mon travail d'auditeur qui consiste à s'assurer du caractère sincère et fidèle des comptes des entreprises, à certifier les comptes annuels des entreprises. Et très rapidement, dans mon activité professionnelle, je me suis rendu compte que la plupart des clients pour lesquels je travaillais avaient une présence relativement artificielle au Luxembourg, avec pour seul objectif d'échapper à l'impôt. Alors c'est un constat que dont tout le monde se doute et dont je me doutais aussi avant d'arriver au Luxembourg. Évidemment, la fiscalité accommodante fait partie de l'attractivité du Luxembourg et l'attractivité du Luxembourg repose en partie là-dessus, ça tout le monde le sait. Par contre, ce que je ne pouvais pas imaginer, c'est l'ampleur de ces pratiques d'optimisation fiscale. D'une part par leur agressivité, avec des taux effectifs d'imposition extrêmement faibles. Donc j'ai audité les comptes d'une entreprise, ça a probablement été le déclic, d'une entreprise qui n'avait aucun chiffre d'affaires, aucun salarié au Luxembourg, mais qui appartenait à un grand groupe industriel avec des activités économiques réelles en Europe, et qui, par sa présence au Luxembourg, parvenait avec des flux financiers relativement artificiels à transférer des bénéfices au Luxembourg qui y étaient taxés à un taux effectif d'imposition de seulement 3%. Et donc là, moi, ça m'a fortement indigné. De mon côté, j'ai essayé de creuser un peu ce cas pour constater que ces profits transférés au Luxembourg n'étaient taxés nulle part ailleurs. Et ce qui permettait ce mécanisme fiscal, c'était essentiellement un tax ruling. Donc un tax ruling, c'est une décision fiscale anticipée par laquelle l'administration fiscale luxembourgeoise valide un montage fiscal proposé à l'administration par un conseiller fiscal, en l'occurrence c'était mon employeur PricewaterhouseCoopers, et donc qui validait la quasi non-imposition des opérations de la société à l'avenir. Alors, et ce dont je ne me doutais pas non plus, c'était l'ampleur de ces pratiques, non pas en termes d'agressivité, mais également en termes de nombre d'entreprises concernées. C'est-à-dire que la totalité des clients pour lesquels j'ai travaillé au Luxembourg avait un tax ruling, et de par ce que j'ai vu, j'ai considéré que à peu près l'ensemble des multinationales présente au Luxembourg avait ce type de pratique fiscale. Et donc, je ne me suis plus reconnu dans l'utilité sociale que j'espérais de mon travail, donc j'ai décidé de démissionner en 2010. Et la veille de mon dernier jour de travail, j'ai trouvé sur le réseau informatique de l'entreprise un dossier qui contenait des centaines de tax ruling. Et j'ai décidé de copier ce dossier, et après un temps de maturation, de réflexion, j'ai contacté des ONG, déjà pour valider mon interprétation du caractère dommageable de ces pratiques fiscales, puis un journaliste m'a contacté et j'ai accepté de lui confier l'ensemble des documents que j'avais soustraits à mon employeur. Et donc ça a donné lieu à une émission en France en 2012, et surtout, ça a donné lieu à des révélations par le Consortium international de journalisme d'investigation, l'ICIJ, qui s'est fait connaître par la suite par les Panama Papers, et donc qui a publié simultanément, en novembre 2014, des dizaines d'enquêtes à travers le monde. Des dizaines de journalistes ont travaillé à partir des documents, des tax rulings que j'avais copiés, et qui montrent les pratiques fiscales extrêmement agressives pratiquées au Luxembourg. Et alors, j'ai aucune animosité envers mon employeur, hein, il y a eu un deuxième épisode LuxLeaks un mois plus tard qui a montré que les trois autres cabinets d'audit, donc il y a ce qu'on appelle les Big Four, hein, donc PricewaterhouseCoopers pour lequel je travaillais, KPMG, Ernst & Young et Deloitte,
Et donc le LuxLeaks 2 a montré que l'ensemble des Big Four avaient des pratiques similaires. Et alors, qu'est-ce qui m'a motivé à agir de la sorte? Dans le contexte, en fait, j'ai copié ces documents en 2010. On était au cœur de la crise des dettes publiques en Europe, avec des plans d'austérité extrêmement sévères subis notamment en Grèce. Et de mon point de vue, il y avait un lien évident entre ces mesures d'austérité et le fait que les multinationales, ayant des activités économiques réelles en Europe, ne payent quasiment pas d'impôts grâce à des pratiques douteuses du Luxembourg et d'autres États. Le Luxembourg n'a pas le monopole du tax ruling en Europe. Les Pays-Bas sont pas très loin derrière et il y a d'autres États aussi. On en vient de parler de Malte. Voilà. Je ne sais pas stigmatiser le Luxembourg. Et donc il y avait cette indignation sur le fait qu'il y a une inégalité devant l'impôt entre ces grandes multinationales et les citoyens, vous et moi. Et après, de manière plus technique, il y avait aussi une question de distorsion de concurrence, puisque ces pratiques fiscales utilisant des schémas extrêmement complexes ne sont accessibles par définition qu'à des entreprises multinationales et non pas à des PME, qui représentent pourtant énormément d'emplois dans nos pays. Et également, alors je ne suis pas un expert en fiscalité, donc j'étais incapable d'évaluer le caractère légal ou illégal de ces documents, mais en tout cas, en tant qu'auditeur, nous avions la consigne de ne pas coopérer avec les autorités étrangères. Alors c'est le cas notamment de nombreux frontaliers qui vont au Luxembourg uniquement pour travailler, et quand ils rentrent chez eux en cas de contrôle douanier, on avait la consigne de ne pas coopérer avec les autorités et de ne surtout pas parler de l'existence de ces tax rulings à l'extérieur de l'entreprise et encore plus à l'extérieur du pays. Donc pour moi, il y avait manifestement des soupçons à avoir sur la légitimité de ces pratiques, et par ailleurs, il y avait un risque de litige connu si des administrations fiscales étrangères venaient à prendre connaissance de ces pratiques fiscales. Donc c'est principalement ça qui m'a décidé à agir de la sorte. Et alors, bon, brièvement, je vais parler un peu des répercussions sans rentrer dans le détail. Donc il y a quand même eu un vent d'indignation assez généralisé et en grande partie hypocrite de la part des responsables politiques, et notamment de la Commission européenne, hein, puisque la Commission européenne est présidée par Jean-Claude Juncker, qui était l'architecte. Non, il est politiquement responsable, mais il n'est pas l'architecte, c'est sa justification. Mais il était Premier ministre et ministre des Finances du Luxembourg pendant de très nombreuses années. Et donc, sous la pression des médias et de l'opinion, il y a eu une réaction politique un peu contrainte, avec notamment la création d'une commission spéciale au Parlement européen, la commission spéciale taxe, qui a permis de creuser à partir de ces documents les pratiques fiscales dommageables en Europe. Et par ailleurs, il y a eu donc une réponse politique de la Commission européenne avec notamment, alors il y a eu un certain nombre de plans d'action plus ou moins liés à LuxLeaks, mais en tout cas une conséquence directe imputable à LuxLeaks, un accord unanime des 28 États membres en faveur d'un échange automatique d'informations sur les tax rulings qui n'existait pas auparavant. Il devait y avoir un échange spontané, maintenant il est automatique, mais c'est quand même une grosse avancée parce que l'échange spontané n'avait pas lieu dans les faits. Et après, l'autre conséquence, plus à un niveau individuel de cette affaire, ça a été mon inculpation. Donc j'ai fait l'objet d'une plainte de mon ancien employeur, ainsi qu'un autre lanceur d'alerte, Raphaël Allais, qui a également extrait des documents de PricewaterhouseCoopers, ainsi que le journaliste Édouard Perrin, à qui j'avais confié les documents. Donc nous avons été inculpés, notamment pour vol, violation de secret d'affaires, violation de secret professionnel. Et il y a eu un premier procès au printemps 2016, après lequel j'ai été condamné à 12 mois de prison avec sursis, et j'ai fait appel de cette décision. Et le procès en appel a eu lieu en décembre et janvier dernier, et la décision a été rendue mercredi, cette semaine, et j'ai été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Donc c'est une peine réduite, mais de mon point de vue, le seul jugement qui aurait été satisfaisant, ça aurait été un acquittement total.
Après, c'est pas une défaite totale, parce qu'il y a quand même une avancée très notable. Il y a une réelle avancée juridique dans ce jugement, puisque c'est la première fois qu'un juge national en Europe interprète la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour acquitter un lanceur d'alerte du chef de violation de secret professionnel. Donc, les juges luxembourgeois ont dit qu'à l'avenir, un salarié du secteur financier peut violer le secret professionnel pour lancer l'alerte et être acquitté pour ça. Et donc c'est quand même une avancée. Donc la Cour européenne des droits de l'homme établit une liste de 5 critères, la bonne foi, l'intérêt public des informations, l'équilibre du préjudice causé, et je ne cite pas les 5 critères, mais je remplis ces 5 critères, et donc il y a déjà un cadre légal européen pour protéger les lanceurs d'alerte. Alors malheureusement, les juges considèrent que je suis un lanceur d'alerte au moment où je transmets les documents, mais pas au moment où je les copie. Alors ça paraît très paradoxal, on a du mal à comprendre comment transmettre des documents sans se les approprier auparavant, et je continue à lire ce jugement pour essayer de le comprendre, mais il y a encore des choses qui, de mon point de vue, dépassent la logique. Et donc bien sûr, je ne me satisfais pas de ce jugement, seulement la possibilité pour la suite, c'est d'aller en cours de cassation, et ça prend encore un an, et peut-être après la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est encore plusieurs années. Je suis humain, contrairement aux autres organisations mises en cause dans cette affaire, qui, elles, ne se lassent pas, ont des moyens infinis pour payer des avocats. Moi, je me sens un peu vulnérable et un peu lassé aussi par cette affaire, et donc c'est pour ça que je n'ai pas encore pris de décision sur continuer ou pas. Antoine, vielen Dank für deine Berichte. Auch wenn du gesagt hast, unter bestimmten Umständen darf man in Europa Informationen weitergeben, ohne bestraft zu werden, so ist, denke ich, das zwar ein erster Schritt, aber bei weitem noch nicht ausreichend. Unsere Forderung ist so klar, sowohl auf der EU-Ebene als auch auf der nationalen Ebene, dass wir eindeutige, klare Gesetze brauchen, um Whistleblower zu schützen. Das ist der erste wichtigere Punkt. Und der zweite, und da greife ich vielleicht ein bisschen hinaus, voraus ist eigentlich der Punkt, dass man zu Situationen kommen muss, wo dieses Whistleblowing gar nicht mehr notwendig ist, indem man die Unternehmen zwingt oder auch die Institutionen zwingt, ihre Regeln oder ihre Vereinbarungen, die sie getroffen haben, offenzulegen, indem man mehr Transparenz schafft, dann ist genau dieses Verhalten nicht mehr notwendig. So ehrbar und so gut es ist, dass es Menschen gibt, die solche Informationen weitergeben, aber wir müssen Situationen schaffen, wo diese Tapferkeit sozusagen gar nicht mehr notwendig ist. So, soweit vielleicht als kleiner Kommentar, und dann darf ich das Wort weitergeben an Frau Waris. Ich denke, wir bekommen jetzt noch mal eine ganz andere Perspektive, nämlich eine außereuropäische. Vielen Dank und bin ganz gespannt. I'm going to speak in English. I hope that's okay. Yeah, it's okay. When I agreed to speak with Antoine, I was really excited, but now I'm really worried. It's hard to follow that act, but yes. I do work on tax in Africa, and so the idea was to try and map out what's happening on the continent and how it's moving forward. But also then later we will talk about solutions. But when I was trying to look at how tax competition was affecting us, one of the things that keep popping up is
things like these happening in Luxembourg, where you have rulings that are in files only in one accounting firm, hidden somewhere, means that others may not have access to those. It automatically means that there isn't equal treatment in the different players. And if that is happening in Europe, then you can imagine when it comes to African countries, it's probably a lot worse. But clearly the one thing we do share here is bad laws. Because if our laws were strict and they were stringent and they were equal across the board, then we shouldn't have had a case where there were rulings sitting in an accounting firm, which is what Antoine has had to go through. But apart from the laws that are clearly a problem across the world, we also have problems of revenue authority capacity. And in Kenya, for example, we have about 5,700 people working in the revenue authority. But in Rwanda, we have 1,000. In other African countries, we have even fewer. We have much more working in Western countries, in Europe and the United States. But clearly the numbers game is not even keeping up globally with the amount of capacity you need to understand some of these very technical issues that are coming about. And when you look at the weak laws, when you come and look at Africa, there are only 12 African countries that actually have laws on transfer pricing. And I don't know if you've heard of transfer pricing, but it's the hottest issue and it's the biggest problem we have globally. If only 12 countries even have the laws, it means it isn't illegal in another 42 countries, because we have about 54 countries in Africa. So when you're trying to see how the laws are starting to work, they start to work very differently in different spaces. Of course, there's always the concern about smaller budgets and then the power play between the bigger multinational and the weaker country. But also the equipment becomes an issue. I was in Bangladesh, and in Bangladesh there are only 200 computers in the revenue authority. And I think if we put up everybody's hands in this room, everybody's had at least one. Some of you might even have two computers. So if there's only 200 in a country with 160 million people, clearly, there's going to be a problem trying to even unpack financial systems and collect tax out of it. But then we also have issues with low political will. So Rwanda wants to set up an international financial center. Kenya wants to set up an international financial center. Uganda is looking at it. In 2009, Ghana looked at it. So while we're unpacking the problems that we have with international financial centers in Europe, African countries are also coming on board. So this is not just going to be a problem where we're going to keep picking on European countries. African countries are going to have to start to be responsible for these as well. And then we also have problems on the issues of what are called value chains. So if the only thing you're going to get in an African country is the raw material, but the manufacturing process continues outside, then the current rules of tax means that the tax gets attracted where there is more productivity or more development. And so the African Union has actually made a decision that it's going to start stopping export of some raw materials. So for example, Ethiopia no longer exports leather. Rwanda doesn't export leather anymore. I mean, these are the beginnings of them trying to bring up their economies and push them forward as well. But these are base erosion issues. So when I was trying to figure out how to present, there's this whole OECD BEPS project. Everybody keeps talking about this OECD BEPS project, but BEPS, and the word is base erosion and profit shifting, is not just what's listed in the OECD documents. Base erosion is all of these. And there are many others as well. But then the question becomes, which ones are a problem in Europe? Which ones are a problem in the United States, and which ones are a problem in Africa? And they may be different, but they are also very similar. Of course, the one on laws being the pretty much the biggest problem across the board. And then we come to profit shifting. So BEPS is the base erosion and profit shifting. So we've done the first bit, how the base gets eroded with poor systems, but then how does the money move? How does the profit get shifted? The arguments that are coming out are issues of unfair competition that's allowing bigger companies to win over smaller companies. And I was just in Austria, and one of the things that struck me about Austria is that I couldn't find the bakery that makes the bread and is a single shop. I only find chains of shops. Now,
I don't know much about bread, but I know you all like bread a lot. And I would have thought that I would find the bakery run by a baker and his family. I mean, this is something that I thought coming out of Africa. But I don't see that happening here as well, which means that smaller size companies are getting squeezed out of the economy, and the bigger ones who have multiple offices or shops are the ones that are surviving. And it's a big question as to why the person who just wants to survive at a basic level cannot survive, whatever part of the world you're looking at. And then it comes to issues of lower rates of returns in one place and higher rates in another. And many African countries have a tax rate of 30%. But if you look at a country like Zambia, the actual tax rate that was being paid was 0.3% on some of their copper mines. Now, the IMF and the World Bank says that if you want a company to operate in your country and you want to make break even, you want to make enough money to maintain your system by having them in your country, you should charge them 15%. The World Bank says 20% to 25%. The World Trade Organization says 20%. So what happens in an African scenario? Everything depends on which negotiator you walk in with into the room. If you walk in with the IMF, you get 15% rates. If you walk in with the World Bank, you might get 20. Now, these kind of disparities are already problematic enough because many African countries have a corporation rate of about 30%. Now comes issues like what happened in Apple, where you have a higher rate, but you actually pay a much lower amount. And these are private contracts and agreements that are being signed. So the private contract is going to be between this company, one particular mining company, and the government, which completely bypasses all the laws that are in place in the country. And one of the questions that keeps occurring to me is, since a lot of these companies are multinationals, do we even know what they're doing here? Do you know if a local, I don't know, okay, let's BMW. Does BMW have private agreements with the government? These are questions that are starting to pop up in every country in the world. It's not just African countries. But there's also issues of exploitation coming about on voluntary compliance. So what that means basically is that when I agree to pay taxes, you're going to treat me nicer. If I break the rules, I pay less. The problem is that even in European countries, these compliance measures are resulting in what is called sweetheart deals. They're actually giving away revenue in many, many ways. A really bad example from Zimbabwe. The current Commissioner General of Zimbabwe was just suspended about a month ago because they found out that he was keeping two sets of accounts. One to submit to the government and one between him and his commissioners. So issues of compliance are problematic in many, many different ways. But if you ask yourself why they're doing this, it's because everyone is looking for the money, which means that the ethics leaves the window. And that's part of the debate happening globally. We're not just talking about tax evasion, we are also talking about tax avoidance. It's not just about what is criminal, it's also about what is immoral. I mean, that is the debate that is really coming up as well. And then we have issues of transfer pricing. So I said only 12 countries even have laws on it, 12 out of 54. Out of those 12, only 9 actually have departments that can handle it within their revenue authorities. I just did a study of Kenya. There are 12 people working in the revenue authority for the entire country. There are 20 people working in PricewaterhouseCoopers. So who's going to manage to deal with this? Clearly there's a disconnect. I mean, that's what it is. So what are the benefits of limiting base erosion and profit shifting? Now we put them back together again. We've not looked at the OECD version of it yet. Well, the idea is you bring some sort of competitive equality between companies, the local small company and the international one. It's to try and get more fairness into the system as much as possible, and also to remove incentives so that everybody's on an equal playing field. But the idea also is that you should end the use of tax havens where there isn't any real economic work taking place. The example I love giving, by the way, for transfer pricing is BMW. So I will just
take you through BMW so you know where I am, because I know it's a German company. Well, BMW currently makes its the seats of its cars, they're made in Brazil. Because the leather is cheap, it's really good quality, they make great seats, okay? The engine is, of course, good, solid German engineering, so it's made here. The hull, the shell of it, is made in the US, I know, in China is what I understand, but please correct me if I got that wrong. And the wheels are from the United States. So they basically have their manufacturing plant, from what I understand, in all of these different places. And the argument is that because you cannot just sell a car seat, and you cannot just sell an engine, you only sell a car, that it's only when you put it together that it has real value. And that's where the value gets collected. So because of that, that's where transfer pricing actually works really well. So you pay the price of the combined item in the final country where it is all assembled. So that's completely logical. But an example of Kenya, where we have a rose farm that was owned by an Indian multinational and had a Dubai company in between. So still the same transfer pricing, right? And they were exporting roses to be sold in Amsterdam at the auctions. But they were declaring $3 for a bunch of roses. How much does a bunch of roses cost? Okay, we don't know. Yeah, okay. So $3 for a bunch of roses in Kenya, transferred to Dubai, where they are then sold for $15 for a bunch of roses, and then transferred to the auctions in Amsterdam. And what they discovered was that actually the company was selling the roses locally. But transfer pricing is supposed to use when you're adding value to something on the way as well. But clearly they're not adding value because, you know, the rose is already complete. There's not much you're going to add to it, apart from the packaging. So even within the rules, sometimes they make sense, sometimes they don't make sense, but they are still implemented across the path, and they're implemented in some very strange ways. So the OECD started a process whereby they were going to look at base erosion and profit shifting. So now wherever you go in tax, you just hear about the OECD's base erosion and profit shifting project. But there's a small problem. It doesn't include everything. It includes all the things that the G30 countries were able to agree on as being something to be discussed. So then the question becomes, so what did they leave out? Remember what I said, base erosion and profit shifting is much more than what the OECD is talking about. The things they've left out, for example, are that there will be no changes in any kind of mining regulations or the transport industry. So two industries have been completely removed from the entire process by consent. Mining, unfortunately, is the biggest problem in Africa. 40% of African countries have some kind of mining, so it's clearly very high on the agenda for African countries. But the problems that are, these are now the more technical problems within tax that we cannot handle and we still cannot handle, is they're not bringing clarity into the vagueness or the lack of details in the laws that are already in existence as well. Other issues are like subcontracting. I make a little bit, you make a little bit, you make something for me and then I put it together and sell it. How does that work? How do we put rules? They have excluded that. Now that becomes very important because there's a lot of management fee structures. I'm going to get my directors to live in England. They are going to receive a management fee. That's how we subcontract them. And then in Germany, we are not going to pay them any fees. So where does the tax get paid? It's still not clear. The thing is, the issues that they are slivering off are actually quite big. These are not small issues. They have a lot of monetary attachment to them. The other thing is they don't talk about dormant companies. So dormant companies are companies that are registered, but they look like there's no activity. One of the biggest problems we've discovered after the LuxLeaks, but also before, for example, was that they were these post office box companies. So not real companies, you just have a PO box number. Well, dormant companies look like that because you don't get a lot of mail. There isn't an office. You don't submit your annual returns or whatever it is. So if the company looks like it's really quiet, you can't really pick it up. And the thing is that BEPS is not going to look at that as well. And these are very strange exclusions. They also don't look at brokers. So
middlemen of any kind are not getting covered by the BEPS project. Something that the G30 countries did not think about. African countries have multinationals. We have our multinational enterprises. Kenya has over 30 of their own homegrown multinationals that are operating across the borders. Rwanda has multinationals. Zambia has multinationals. Ghana has multinationals. So if we have multinationals, then we are also subject to these same rules and regulations that are being developed. And as far as the G30 were concerned, when they developed the rules, they thought that there weren't any multinationals on the continent, and so they were only going to be the normal givers of information. But we don't have structures that are going to allow us to give information back. So our structures are poor, our laws are poor, and actually our economy is booming, which means that with the boom of the economy, we are getting more complex, and the rules that are being made are going to be made to apply to us. But actually, we weren't really part of the process on prioritizing our issues. And so it's going to cause some difficulty. They have very strong lobbies on exempting industries. Mining industry lobbied extensively to be exempt, and so they survived. The problem is those lobbies are also very, very strong in domestic countries. And the last two issues are they're more technical issues within tax, but basically, if you know how much goods are going to cost in one country, you need to know how much they're going to cost in another country. Some of these rules of international tax law require you to know how much they will cost in like 5 or 6 countries so that you can assess the correct amount of tax. Thing is, every country is different. I mean, you can go across the border and there will be different sets of costs in Austria, different sets of costs in Switzerland. It changes with the demographic. How will you compare companies if they are all different? So they've used rules and measures that don't actually even work very well in Europe. And now they are bringing them in to get us to have a look at them. So like I said, I'm a poor follow-up to Antoine. And I'm unfortunately a little bit technical, but I hope you enjoyed the walk through Africa a little bit. Thank you. Okay, wir haben das noch mal kurz abgesprochen, da ich denke, dass das Thema BEPS doch nicht so ganz bei allen Zuhörern präsent ist, geben wir noch mal kurz einen Überblick, was quasi jetzt auf europäischer Ebene und bei der OECD und im G20-Prozess kurz angesprochen und wie der aktuelle Stand ist der Verhandlungen. Genau, ich will jetzt nur starten, das erstmal zu erklären, dass alle den Stand haben und dann würden wir eher auf die Kritik dessen kommen von Anne-Bathier und Antoine. Ich wollte nur noch mal für alle auch klar machen, wo wir stehen, vor allem bei der Unternehmenssteuervermeidung. Die OECD hat im Auftrag der G20 gearbeitet an 15 Maßnahmen. Das hat gestartet ungefähr 2012 herum, dann 2013 ein offizieller Beschluss. Und da wurde 2 Jahre gearbeitet. Bis 2015 wurde dann in der Antalya, in der türkischen G20-Präsidentschaft, diese 15 Maßnahmen beschlossen wurden, als das BEPS-Paket eben, als das Reformpaket. Und danach gab es jetzt aber auch eine Reihe an Nachverhandlungen. Die zentralen Beschlüsse, die dort gefallen sind, ist vor allem, es gibt mehr Berichterstattung von Unternehmen, länderbezogen, allerdings nur an die Behörden. Das ist auch einer der, würde ich sagen, immer beachtenswertesten Punkte, ist aber sozusagen nur zwischen Behörden. Informationsaustausch über sehr viele Daten, die dann den Behörden nutzen sollen, damit sie die Besteuerung besser vornehmen können. Es gibt außerdem Regeln gegen sogenannte schädliche Steuerpraktiken. Das sind vor allem die oft als Patentboxen bezeichneten Dinge, wo man zum Beispiel Sondersteuern gibt für Patenteinnahmen. Da hat man einen Kompromiss gemacht, dass es gute Boxen gibt, die nicht völlig willkürlich sind, sondern gewisse Bezüge zur Forschung haben, die in dem Land stattfinden, dann darf man die auch machen. Und das war quasi der Beschluss, dass man so eine Art gute Box definiert hat, die dann auch jetzt legal nach OECD G20-Standard existieren kann. Man hat vor allem die Verrechnungspreise, die Atia schon auch prominent angesprochen hat, versucht zu reformieren und zu sagen, wir machen noch mehr Details, es war schon sehr viel da an Vorgaben von der OECD, wie das gemacht werden muss von den Steuerverwaltungen. Da hat man jetzt noch mehr Regeln geschaffen, damit zumindest theoretisch der Bezug zwischen Wertschöpfung und dann eben auch interner Bepreisung in den Unternehmen besser stattfindet. Ich denke mal, Frau Atia kann auch besser sagen später, wie erfolgreich sie das sieht.
Das wurde jetzt schon auch in der OECD letztes Jahr dann offiziell in den OECD-Bestand aufgenommen, als quasi die neuen Standardregeln für Verrechnungspreise, die auch Deutschland zum Beispiel dann in seinen Standards immer quasi zeitverzögert übernimmt. Das ist quasi die Basis für die deutschen Steuergesetze auch, der OECD-Standard. Dann gab es Regeln in diesem Maßnahmenpaket BEPS, die 15 Maßnahmen gegen Briefkastenfirmen, dass man sagt, Unternehmen müssen, wenn sie Briefkastenfirmen haben, dann eher das erkennen und dann sagen, das Einkommen der Briefkastenfirma wird einfach der Mutterfirma zugerechnet und es darf quasi nicht in der Steueroase einfach bleiben. In Deutschland heißt das Hinzurechnungsbesteuerung oder Controlled Foreign Companies, meist wird es auch genannt auf Englisch. Diese Regeln gibt es, die sind aber sehr verbessert worden durch die USA. Es gibt außerdem Regeln gegen den Missbrauch von Steuerabkommen, wo man also gesagt hat, es geht nicht einfach eine Briefkastenfirma zu gründen, in Holland zum Beispiel, und dann damit die gesamten holländischen Steuervorteile zu nutzen. Wenn da keine echte Aktivität ist, dann muss man das quasi erkennen. Und das ist auch eine der besseren Maßnahmen, wo wirklich gesagt wurde, das muss man da sozusagen haben, Regeln, die prüfen, ob da eine echte Firma ist oder nur eine Briefkastenfirma. Und dann darf man zum Beispiel die Vorteile des Abkommens nicht gewähren. Dann gab es Regeln gegen sogenannte hybride Konstruktionen. Das ist zum Beispiel, in Luxemburg gibt es auch ein Beispiel, gerade in Deutschland, dass manche Finanztransaktionen verschieden bewertet werden rechtlich und dann nutzen gerade Staaten wie Luxemburg das aus und machen quasi genau gegen die eigentlich deutsche Besteuerungsidee eine andere Besteuerung, indem sie einfach sagen, wir definieren das einfach anders, diese Finanztransaktion, und dann wird die quasi am Ende nicht besteuert. Gegen solche Probleme hat man auch Regeln vorgeschrieben, die nicht so schlecht sind, Abwehrregeln, praktisch nationale. Und dann gibt es noch so ein paar übergreifende Themen. Das eine ist digitale Wirtschaft. Das werden wir auch immer am Arbeiten, wie man das machen will. Das ist ein Riesenproblem. Wie kann ich noch die ganze Internetwirtschaft überhaupt besteuern? Wo ist die Wertschöpfung? Da gibt es aber auch eher offene Arbeiten. Und dann gibt es ein übergreifendes Thema. Das ist das sogenannte multilaterale Abkommen oder Instrument. Weil bislang alle Steuerregeln sind in bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen, 3000 Stück. Das ist quasi das internationale Steuersystem. Und deshalb hat man gesagt, wir starten ein multilaterales Abkommen. Das soll im Juni 2017 dann unterzeichnet werden. Da muss man mal abwarten, aber wie gut das laufen wird. Die USA zum Beispiel haben jetzt schon gesagt, sie werden da nicht mitmachen. Da gibt es also viele auch Probleme im Details. Und der letzte Punkt, mit dem ich auch enden will, ist, man hat jetzt gesagt, nachdem alles beschlossen wurde, nachdem die G20 und die OECD-Staaten also diesen ganzen BEPS-Apparat beschlossen hatten, dass man jetzt das öffnet und andere Staaten diesen beschlossenen Beschluss dann einfach übernehmen dürfen. Das heißt jetzt Inclusive Framework, und da sind inzwischen über 100 Staaten, die sich erklärt haben, dass sie da mitmachen und dass sie quasi diese Standards, das sind vor allem die vier Mindeststandards, also vor allem diese Berichterstattung der Konzerne, die Regeln gegen schädliche, also Patentboxen und solche ähnlichen Dinge und noch zwei andere, die jetzt dann quasi benommen werden. Ich denke, Matthias wird auch noch was sagen, was das, wie das zu bewerten ist. Also das jetzt nur mal so als Überblick, was die Maßnahmen waren, damit alle so ein bisschen Stand haben, was die OECD-Regeln gemacht haben. Und jetzt, genau, würde ich übergeben, Alfred, dass wir dann zu bewerten kommen. Wenn Sie jetzt zu der Einschätzung gekommen sind, es scheint nicht ganz einfach zu sein, sondern eher ein komplexes Gebilde, dann liegen Sie nicht ganz falsch. Heißt natürlich, dass die ganzen Wirtschaftsprüfergesellschaften, die ganzen Steuerberatungsgesellschaften nicht überflüssig werden, weil es jetzt auch immer ganz einfache Steuergesetzgebung gibt, sondern sie werden weiterhin ihre Chancen haben, die großen Unternehmen zu beraten, die dann, die insbesondere dann Staaten, die keine ausgefuchste Steuerbehörden haben oder eine schlecht ausgestattete Steuerbehörde haben, um die dann weiterhin mit den entsprechenden Regeln und Vereinbarungen zu beaufschlagen. So, aber jetzt soweit zu der ersten Runde. Vielen Dank nochmal für die ausführliche Darstellung. Und jetzt wollen wir zu der zweiten Runde kommen, eher nochmal zu dem Thema, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es, was gibt es hier für Vorstellungen. Ich darf wieder mit Antoine beginnen. Je suis moins à l'aise avec cette partie parce que je ne suis pas un fiscaliste, hein, j'étais avant tout un comptable. Voilà, l'actualité a fait que je me suis quand même beaucoup tenu au courant de ce qui se passe en matière de fiscalité, et c'est aussi ce qui m'a motivé dans mon alerte. Donc je vais commencer par déjà le contexte européen, et ensuite je parlerai un peu de BEPS. Alors en Europe, déjà, avant de s'intéresser aux détails de chaque mécanisme qui permet d'échapper à l'impôt, il y a une mesure un peu bulldozer qui permettrait déjà de comprendre un peu le problème, c'est la transparence fiscale, avec notamment le reporting pays par pays.
donc qui permettrait à chaque citoyen de savoir ce que chaque multinationale a comme activité dans chaque pays où elle opère. Donc il y a une liste d'indicateurs, alors je ne la connais pas de manière exhaustive et ça dépend des projets qui existent, mais il y a au moins les effectifs, le profit réalisé et les impôts payés. Et je pense que ces trois seuls indicateurs permettraient déjà de se rendre compte des abus les plus manifestes en matière de fiscalité. Et alors, donc c'est une mesure qui existe déjà dans le secteur bancaire en Europe, qui permet la publication par des ONG de rapports extrêmement instructifs sur la manière dont les banques sont présentes dans à peu près l'ensemble des paradis fiscaux de la planète, et ça les conduit à devoir s'expliquer publiquement sur leur présence dans ces paradis fiscaux, et d'un point de vue citoyen c'est assez intéressant, et faut étendre cette mesure à l'ensemble des activités économiques et faire en sorte que cet échange, cette transparence ne soit pas qu'entre administrations fiscales mais soit publique, pour que le contrôle démocratique par les citoyens et par les ONG puisse s'exercer. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble des plans d'action de l'Union européenne en matière de fiscalité, mais il y a déjà une implémentation d'un certain nombre de recommandations de l'OCDE, notamment du plan BEPS, qui permettent de mettre un terme aux mécanismes les manifestement les plus dommageables en matière fiscale. Alors, par exemple, le cas qui a conduit un peu à mon éveil de conscience, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec un taux effectif de 3% d'imposition, je pense qu'à l'avenir il sera plus possible, puisqu'il s'agissait en fait de l'exploitation du transfert des bénéfices par le financement intragroupe, et ce mécanisme a été très récemment encadré. Donc c'est qu'un exemple. Et également une avancée importante de mon point de vue de lanceur d'alerte LuxLeaks, c'est l'échange automatique d'informations sur les tax rulings. Donc je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais l'échange auparavant était spontané mais n'avait pas lieu en réalité, et maintenant il est automatique. Alors c'est juste un seul mot qui change, mais c'est quand même une grande avancée qui a été notamment saluée par l'OCDE, puisque dans les faits, chaque administration fiscale exercera un contrôle sur ce que fait l'administration fiscale du pays d'à côté. Et en soi, ça empêchera un pays comme les Pays-Bas ou le Luxembourg d'accorder des décisions fiscales trop avantageuses, et les administrations fiscales lésées pourront attaquer ces accords fiscaux trop avantageux. Mais l'impact de ces différentes mesures, que je n'ai pas du tout balayé de manière exhaustive, ça a pour effet de rendre la concurrence fiscale entre États membres plus transparente. Et ce qui se passe, c'est que cette concurrence fiscale, entre autres grâce à cette transparence, est devenue plus intense que jamais. Et du coup, on reste dans un contexte où les États membres de l'Union européenne, qui font partie d'un marché unique, continuent à essayer de piquer des parts de marché aux voisins grâce à des règles fiscales plus avantageuses que celles du voisin. Et ça pose un problème énorme, puisqu'en fait on est dans une course au moins-disant fiscal qui conduit à une course vers le bas. Et alors cette concurrence fiscale maintenant elle est beaucoup plus transparente, on a moins de mécanismes opaques comme les tax rulings que personne, qui n'étaient connus de personne sauf de celui qui l'avait validé, mais du coup la tendance actuelle c'est de baisser tout simplement les taux d'imposition. Voilà. Donc les tax rulings permettaient d'appliquer le taux d'imposition à une base fiscale, une assiette fiscale extrêmement réduite, et maintenant voilà, on essaye d'élargir les assiettes fiscales mais avec des taux très réduits, et c'est une tendance de fond très lourde aujourd'hui, et ça a été par exemple la première réaction du Royaume-Uni suite au Brexit, c'est de baisser son taux d'imposition, et on voit que là il y a quand même quelque chose qui met en danger l'existence de l'impôt sur les sociétés à moyen terme. Et donc une manière de sortir de cette impasse, ce serait d'appréhender la fiscalité européenne à l'échelle de l'Europe, tout simplement. Et donc c'est le projet AXIS, donc en,
donc c'est l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés qui permettrait de considérer le profit d'une entreprise à l'échelle européenne et d'allouer ce profit aux différents pays en fonction d'une règle de répartition qui fait débat, hein. C'est loin d'être facile à mettre tout le monde d'accord, mais voilà, à partir d'une clé de répartition, on pourrait autoriser chaque État à taxer une part du profit qui lui est attribué, et de manière beaucoup plus transparente et légitime que par l'ensemble de ces mécanismes dont on a du mal à voir le bout. Parce qu'il y a aussi un jeu une course du chat et de la souris avec des conseillers fiscaux qui vont conseiller chaque État pour continuer à développer des mécanismes toujours plus complexes et le régulateur a toujours un temps de retard. Donc cet axis, ça permet un peu de sortir de ce cadre-là et ça me paraît extrêmement fécond. C'est à peu près l'essentiel de ce que j'avais à dire au niveau européen. Maintenant, au niveau mondial, avec notamment le projet de l'OCDE BEPS, son principal problème, de mon point de vue de citoyen, c'est sa complexité. C'est ce que vient de dire Alfred. C'est les recommandations, ça fait deux fois 1000 pages. Et donc ça pose un problème énorme, c'est que seuls quelques spécialistes sur la planète sont capables de comprendre ces règles. Donc il y a une impossibilité matérielle d'exercer un contrôle démocratique sur ce plan d'action. Donc les journalistes qui en parlent bien souvent sont incapables de comprendre et de maîtriser l'ensemble de ces dispositifs. Les citoyens, c'est pareil. Et les ONG ont également des grosses difficultés avec leurs moyens réduits. Et donc là, on a quand même un problème de fond, c'est que la fiscalité, c'est quand même quelque chose de fondamental pour nos démocraties. C'est ce qui permet de financer les politiques publiques. Et les citoyens ne sont pas capables de prendre la mesure de la manière dont on collecte l'impôt. Donc là, je pense qu'il y a quand même un gros problème. Et du coup, une manière de s'affranchir de cette complexité, ce serait d'adopter un système très idéaliste, hein, mais semblable à l'Axis en Europe, mais à l'échelle mondiale. Donc c'est un système d'impôt unitaire avec on appréhenderait le profit des multinationales à l'échelle globale et ensuite on l'allouerait à chaque État avec une clé de répartition. Alors, ça n'adviendra probablement jamais, mais c'est ce qui permettrait vraiment de sortir de cette situation où en fait le problème structurel vient du fait que les règles fiscales sont essentiellement nationales. Chaque État taxe son activité économique sur son territoire, et face à ça, on a des acteurs globaux, les multinationales, qui, dans un cadre de libre circulation des capitaux, ont toute faculté pour transférer des bénéfices dans les juridictions les plus accommodantes. Et donc, tant qu'on est dans ce cadre-là d'une inadéquation entre un cadre réglementaire national et des acteurs économiques globaux, on ne s'en sortira pas. Et c'est pour ça que moi, j'espère sincèrement qu'on arrivera un jour vers une taxation unitaire à échelle globale. Mais voilà, ça me paraît être un projet très, très ambitieux et peu réaliste. Et c'est pour ça que peut-être que à très court terme, la solution pour les citoyens, c'est autant que faire se peut, d'essayer de se passer de ces acteurs globaux qu'on n'arrive pas à réguler, et donc dans ces choix de consommation, essayer de privilégier des entreprises locales dont on comprend un peu mieux les activités. Et pour conclure, c'est assez schématique, hein, ce que j'ai dit, c'est assez simplificateur, mais il y a quand même des grandes avancées dont vous allez peut-être aborder le détail dans le programme BEPS. Et il y a une question quand même essentiel, c'est est-ce que ces recommandations sont réellement appliquées? Et parce que dans le cas de LuxLeaks, l'ensemble des décisions fiscales étaient approuvées par une seule personne qui a reconnu dans la presse, dans le Wall Street Journal, qu'elle n'avait pas les moyens matériels de vérifier la correcte application des principes directeurs de l'OCDE. Donc si on ne met pas en application ces nouvelles règles, on ne sortira pas non plus du problème.
So earlier we looked at the fact there's BEPS generally, and then there's BEPS that is not covered by the OECD project. So the second section is about looking at the particular solutions that Africa is looking at in dealing with these particular issues. So about 2 years ago, the African Union had a high-level panel meeting, and they decided to actually define what illicit financial flows were going to be. And what they said was that they were going to include in it money that is illegally earned, transferred, or utilized. So even if it is money that is legally earned but illegally transferred, it gets included. Legally earned but illegally used, it still gets included. And then, of course, if it is illegally earned. So as long as it does involve cross-border movement, it would still be included as part of it. They received a lot of criticism from the OECD about the use of this definition. At some of the meetings, the IMF has refused to be in the room when this is the definition being used. So clearly it's a big problem. The understanding of money moving across borders is seen to not include those that are legally earned. This is the biggest problem. But if you remember from my earlier presentation, the fact that only 12 African countries even have some of these laws means that we have to look at all of this, because if we don't, the countries that don't have the laws will not fix their laws to come up at par with all of us. And then, of course, the laws at the OECD are even more complex, the OECD countries. So we have to try and push everybody to as much as possible the same level. And so the African Union is holding on to this definition very tight. And this was the first step of the process that we took on the continent. So just to give you an idea of the figures are going upwards, that's really what this means. 50 billion now and above. And this is a report that came out of the United Nations in Africa, and the figures are just keeping on going higher. But these figures are only about when you have a trade, cross-border trade, and there's something wrong with the figures. That's the only thing they are still able to calculate. So clearly the data is also still a problem. Just so you know, the parts of Africa that have a biggest problem, West Africa seems to have the biggest problem with more leaving West Africa than other parts of Africa. And the area which seems to have the least problem is Central Africa. But Central Africa is only like 2 or 3 countries. So you can understand why the figure is so small. Most countries are in the other parts of the continent. So that's what that looks like. But now, remember I said that mining was the big problem? So first they looked at the countries, and Nigeria has a lot of oil, if you remember that. South Africa has a lot of minerals. As we go down, the Congo, the Republic of Congo, has a lot of minerals as well. So you can already see that the ones leaving the continent are coming from the countries either that have very, very bad laws, a lot of instability, for example, like Sudan, or they're coming from countries which have a lot of minerals. So these seem to be the two areas that we are having the biggest problems with. The UNECA went ahead and also did it by industry. So the biggest problem for us is actually oil and precious metals. This is the percentage out in billions. Then when you start coming here, it's like copper, iron, steel. It's still the minerals, but to a lesser extent. And then there's cocoa and fish. So clearly our bigger problems are oil and precious metals. Again, the OECD is not covering the mining industry, so it doesn't really help the African continent much. So how are we going to deal with this, and what's the way forward? Antoine mentioned several of these already. Some of the ways they're dealing with the challenges is a lot of them are passing laws on transfer pricing. So there is already a push to try and have legislation in place. But the other thing that's happening is they're setting up international financial centers. So whereas some countries are seeing the argument that we need to actually collect more taxes, other countries are thinking, well, look how successful Luxembourg was till now, and look how successful the Dutch are, and maybe that's what we need to do. So there's different reactions coming from different African countries. They're also adding taxes at both federal and state level, and VAT has become very strong.
So now, if I take Kenya as an example, I think better, Rwanda as an example, 40% of Rwandans live under $2 a day. The first tax bracket for income tax is at $3.5 a day. Okay, but that doesn't mean you're not paying VAT. You're already paying 16 to 18% VAT. So even if you're living on the $2 to $3 a day and you don't pay income tax, you're still going to pay VAT. But you can imagine the people who are earning $3 a day and $4 a day who have to pay taxes as well. So there is a need to start looking at better tax systems as well, and some countries are doing it. Then we have a big problem with stolen assets and money laundering, and that is starting to move a little bit, but not as yet. They're starting to look at how to do health financing. But instead of beefing up the system and, for example, trying to spend more tax money on health issues, they are actually pushing people more towards insurance. So you will still pay your taxes, but you will also pay an additional amount for healthcare. We don't have free education after the first 8 years of schooling. So your high school, you will have to pay, and of course, university. So clearly the systems that are in place are very low services, still pay taxes. And on average, if you do pay income tax, you're paying about 40% plus the VAT, of course. And there aren't too many services. So still, this is a challenge, but look at the answers. The answers are not going in the right direction so far. We've got calls for country by country tax, and the push is also for withholding tax. So withholding taxes, if I know you're going to move your money across borders, I'm going to at least take 10% before you put it across the border. Now, this is causing a lot of problems with the OECD countries because they initially did not want African countries to collect on withholding tax. The only now, some of the governments here, so I think Germany and the Netherlands have now said that if a developing country wants to take this tax, they can take it. They're allowing them to take it, but only if there's a double tax agreement. And that comes down to the last one. On average, there are 54 African countries. Out of those 54, there are only 30 African countries that actually have at least one double taxation agreement with another country, any country. Out of those 30, I think there are 38, 12 of them only have one double taxation agreement. So they don't even have international treaties. These countries are not part of BEPS at all. This is the OECD version of BEPS. They cannot be part of it because they don't even have the treaty framework to allow it. Then you have another group of about 8 or 10 who only have 5 double taxation agreements, one with the country that colonized them, possibly, and 3 with regional neighbors and 1 trading partner. But the USA does not sign double taxation agreements with African countries. So that is not even an issue. So whether the USA assents to the OECD BEPS project or not, doesn't really matter to most African countries because they're not even in the system anyway. So it's a very different space of debate from what we have in Europe. And then we have issues of governance, we have issues of the reducing development aid as well. And the question is now, how do we move it forward? So the positive part of these, we need to have better systems in our countries to register companies, to list them, to be able to access their data. So this year, I went and had a look at some of the big companies in my local company's registry to see if they've been registering their accounts. And I looked at about 5 of them, and some of them, the last documents in place were 1980. Yeah. So then how are we going to take this anywhere if we don't fix our corporate registries? But this is our problem. Huh? This is our African problem. The African Union has also asked for us to get better data out of the Bank of International Settlements. But the bank is very silent. I wrote to them. I asked them, can we have access to your data? What does it look like? They said, well, we have only got permission to share data between our clients, and you're not one of them. It's still there. Beneficial ownership, Antoine talked about, country by country as well, but also databases of customs. So
how much customs duty I pay here depends on the price of the good. If I go to the other country, I have to declare the same price. But what is happening is that there are different prices being declared across borders, which means that you pay different amounts of customs. So the statistics then, they don't tally, they don't make sense. And this is something all countries have to do together. It's not something that one or a group of countries can do by themselves. Automatic exchange, Antoine talked about, but joint audits. You cannot audit a company just in one country. You have to audit all of its companies and its constituent parts together. So in Africa now, they are doing joint audits across borders. So if Kenya is going to check a company, after a month or two, Uganda will check it, Rwanda will check it, and they are starting to map out everything happening. And it's a way of bypassing the absence of country-by-country rules. Because when you audit at the same time, then you can still make the network of the company's accounts without having had to resort to country-by-country accounting. So you can still unpack a lot. So that's the other thing they're doing. And the final thing is the African Union has made the mining as a priority, and they're looking at it very intensely now. There are lots of reports coming out from them. So there's still a lot of challenges, but there's some positivity, and there's a lot of African homegrown answers coming out of it, because very often the debate is that the OECD BEPS process is really not very useful for us. Thank you. Okay, vielen Dank für die Darstellung jetzt aus afrikanischer Sicht. Vielleicht nur eine kleine Ergänzung zur Steuerbelastung auch der unteren Einkommensgruppen, weil es vor kurzem gerade eine Studie auch in Deutschland gab zu diesem Thema, weil ja auch in Deutschland die Diskussion ist, ja, die unteren Einkommensgruppen zahlen ja sowieso keine Steuern. Was redet ihr von hoher Steuerbelastung? Und in Deutschland haben wir den gleichen Effekt, dass eben die unteren Einkommensgruppen ihr komplettes Einkommen sofort wieder ausgeben für Konsumzwecke. Und da zahlen sie natürlich auch ihre 19% Mehrwertsteuer. Das heißt, wir haben auch bei den unteren Einkommensgruppen eine Steuerbelastung von mindestens 20%. Das steigt dann natürlich im mittleren Bereich wieder an und ganz oben sinkt es wieder ab, weil eben bei den höheren Einkommensgruppen dann das in der Regel Kapitaleinkommen sind. Und in Deutschland haben wir eine Pauschalbesteuerung von 25%, sodass wir oben sozusagen wieder die steuerliche Entlastungswirkung haben, die ja auch kritisiert wird und die wahrscheinlich auch nochmal im Bundestagswahlkampf ja auch eine Rolle spielen wird. Wir haben gerade diskutiert, dass wir jetzt sozusagen nochmal auf die Diskussion oder die Darstellung jetzt nochmal aus deutscher oder europäischer Sicht verzichten, weil wir in der Zeit schon einigermaßen fortgeschritten sind und wir wollen Ihnen die Gelegenheit geben zu fragen, und ich denke, wir werden dann die Gelegenheit noch finden, auf einzelne Aspekte, die bisher noch nicht so ganz belichtet wurden, die nochmal konkreter darzustellen. Aber jetzt geht das Wort an Sie. Wir haben zwei Mikrofone hier im Saal. Der Tim hat die in der Hand. Vielleicht findet es noch einen zweiten Mitstreiter, der quasi die Mikrofone noch weiterreichen kann. Also wenn Sie Wortmeldung haben, bitte melden Sie sich oder zeigen Sie an beim Tim, dass Sie eine Frage stellen wollen oder Beitrag haben. Da vorne ist eine Wortmeldung. Gunnar, wie groß ist eigentlich der Einfluss der Multis selber auf die Gesetzgebung bzw. die Verhinderung der Gesetzgebung? Dazu haben Sie herzlich wenig gesagt. Ich kann gerne mal starten, oder ich denke, Tier oder Tom kann noch mehr sagen. Wir haben das gerade ein bisschen recherchiert, auch für einen Artikel, den wir gerade geschrieben haben, und haben zumindest versucht, Beispiele zu finden, wo deutsche Unternehmen im Ausland lobbyiert haben für andere Steuergesetze, und sind auf zwei konkrete Beispiele gestoßen, die man wahrscheinlich vermehren könnte mit mehr Recherchen. Das eine war Bosch in Vietnam. Die hatten da schon ungefähr 100 Millionen investiert in Unternehmen und haben da ganz offen gedroht, praktisch sozusagen, wenn ihr nicht da diese Steuererleichterung macht, dann werden wir nicht weiter investieren, und wir bieten quasi noch 100 Millionen mehr
oder mal so als 100 Millionen insgesamt fast, wenn ihr quasi da die Steuerregeln erleichtert und was dann auch, soweit ich es verstanden habe, der Fall war. Das andere Beispiel war Siemens in Indien. Da gab es auch so einen Artikel von dem Chef von Siemens Indien in so einem Fachmagazin, International Tax Review, wo er dann geschrieben hat, Indien muss dringend seine Unternehmenssteuern reformieren, wir brauchen dringend einen niedrigen Steuersatz. Und die haben auch gedroht praktisch, dass sie da mit den Investitionen nicht weitermachen, wenn nicht da diese Reform in ihrem Sinne passieren wird. Das heißt, da ist ganz aktive Lobbyarbeit von deutschen Konzernen im Ausland, obwohl zugleich, muss man sagen, oft auch die Behauptung ist, oder auch, vielleicht nicht nur Behauptung, sondern auch durchaus, dass Steuern nicht der einzige Grund sind zu investieren. Das muss man auch anerkennen, dass natürlich Investitionen aus anderen Gründen vor allem passieren und nicht nur aus Steuergründen, aber es spielt doch eine nicht unwichtige Rolle. Und da wird auch ganz aktiv eben Einfluss genommen von den Konzernen. Also diese Beispiele können wir zumindest finden. Vielleicht hat Atia auch noch mehr dazu oder Antoine. Vielleicht noch eine aktuelle Ergänzung. Mittwoch und Donnerstag dieser Woche, also zwei Tage vor dem Finanzministertreffen der G20, fand eine große Lobbyveranstaltung in Frankfurt statt, wo die großen Chefs der großen Banken vertreten waren, unter Beteiligung von Herrn Weidmann, unter Beteiligung von Herrn Schäuble. Also zwei Tage vor dem offiziellen Finanzministertreffen hat sozusagen die Lobbyorganisation nochmal die Spitzen sowohl der Politik als auch der Finanzinstitutionen eingeladen, um gemeinsam zu diskutieren. Also das zeigt schon, wie eng da auch an diesem Punkt die Verknüpfung ist zwischen in der Finanzindustrie und sozusagen den Finanzinstitutionen. Aber falls Sie noch mal eine Ergänzung zu dieser Frage haben, auf die gestellte Frage? Okay, gut, soweit klar. Gibt es, da drüben ist noch eine? Wir haben hier erst. Achso. Ja. Hallo. Wir sind ja hier, weil die G20 Finanzminister sich hier treffen. Ich war jetzt kürzlich in Ecuador, in Quito, wo unter anderem verschiedene Sektionen des Tech Justice Network auch da waren, Oxfam und andere NGOs, gemeinsam beim Außenministerium von Ecuador, die den Vorsitz von der G77 plus China haben. Also das sind 132 Länder innerhalb der UNO. Und sie fordern, dass es eine Institution geben sollte auf UNO-Ebene, die eben zuständig ist für diese ganze Finanzmarktregulierung und natürlich auch die Steueroasen. Und da würde ich mich mal für interessieren, ob das von anderer Seite auch unterstützt wird. Yes, you're right. It is being supported by many African countries as well. But when they went to the FFD meeting in Addis a year, I think it was a year and a half ago now, a year ago? Yes, it was 2015. They were deciding on who was going to take it forward. And when they were deciding, the G77 supported it. But we have a problem even in the structure of the G77. If the presidency was at that time South Africa. Now, South Africa is a BRICS country, but South Africa is also very active within the OECD BEPS project, which means that when you have a bigger economy representing the smaller economies, sometimes they don't actually take forward the thoughts of the smaller countries. So I remember having discussions with the Jamaicans when I was there and a couple of the other countries, and they were all in full agreement that the African and Caribbean countries were going to join the G77 and they were going to do what South Africa was going to then represent for them. But then they got into a deadlock, and the deadlock, what they decided was that they were going to, and I don't know if I'm allowed to say this in public, certain countries were promised military aid in exchange for changing the direction of the vote, and it worked. So they broke the deadlock by giving military aid or promising military aid from a couple of countries, and I'm also not allowed to mention those two, but I can tell you later.
But that basically they offered military aid, they got the military aid, and so they broke the deadlock and they moved away from the push to create an organization under the UN. But the MEKI panel report also asked for it to be set up. So there is a disconnect between what the regional bodies are agreeing on and then what they say and how they break their diplomatic debates when they come together as bigger groups. Because when you have intense lobbying from different countries, you have only one person from the Central African Republic, but you will have 30 people from another country. The spread changes the debates in a lot of ways. So yes, they do want to pursue it, but right now there's a lot of split in the debates on what there's a lot of buy-offs and trade-offs taking place, from what I know. Vielleicht mal kurz als Ergänzung, also das Treffen, was erwähnt hat, das war das Financing for Development-Treffen, eine große Konferenz international, wo über die Finanzierung von Entwicklungszusammenarbeit gesprochen wurde. Und da war es eben so, dass die Industriestaaten das eindeutig abgeblockt haben, mit dem erwähnten Grad Mitteln sogar. Wir hatten immer Austausch mit der deutschen Regierung auch und sie hat immer gesagt, dass sie das einfach nicht unterstützen, weil eben die UN der falsche Platz sei, um die komplexen Steuerregeln zu schaffen. Man hat schon genug Mühe praktisch im G20 und im CD-Kontext und das wäre alles so schwierig. Das ist die Standardbehauptung, die wir immer gehört haben. Quasi, es wäre eigentlich ganz schön UN, also so theoretisch unterstützt das die deutsche Regierung auch, aber praktisch sei das unmöglich. Und das wird uns immer gesagt. Und die Deutschen, glaube ich, waren leider führend auch in der Ablehnung des Ganzen. Und wir hatten im Februar ein Treffen hier auch zu G20, da war eine indische Kollegin da und sie hat gesagt, sie hat aus Hintergrundgesprächen erfahren, dass wir so nah dran waren, diese UN-Steuerwerte zu bekommen, aber dann kamen solche Mittel ins Spiel, die sie halt hier genannt hat und dann ist das am Ende natürlich nichts geworden. Okay. Dankeschön. So, jetzt die Frage an der Seite. Ich hätte eine Frage an Herrn De Tour und zwar, Sie haben ja gesagt, Sie hätten noch nicht entschieden, ob Sie jetzt die gerichtliche Auseinandersetzung weiterführen und dass Sie auch alleine stehen. Mich würde interessieren, ob Sie da Unterstützung bekommen für diese Auseinandersetzung, wie generell die Situation ist. Ist es jetzt auch möglich für einen Whistleblower weiter als Wirtschaftsprüfer zu arbeiten oder ist damit dann der Weg in der Branche total blockiert? Wie ist da die Situation? Alors j'ai dit ça pour illustrer la symétrie de moyens entre une personne physique et une organisation qui, par définition, ne peut pas s'épuiser. Mais heureusement, je ne suis pas isolé dans mon combat. Et donc il y a un comité de soutien qui s'est constitué et qui a rassemblé le soutien d'un très grand nombre d'organisations, dont ATTAC fait partie, et d'autres organisations pour la justice fiscale, il y a Oxfam, ça compte énormément et ça a pesé au cours du procès pour montrer que quand je dis que ces révélations étaient d'intérêt public, c'est pas une allégation mais que c'est un constat partagé par un certain nombre de personnes et c'est vrai que ce soutien, enfin, c'est une très grande chance parce qu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui sont complètement isolés et c'est pas mon cas. Et alors, il me semble que la question portait aussi sur la possibilité de travailler par la suite. Et c'est le principal obstacle auquel doivent faire face généralement les lanceurs d'alerte, c'est la perte quasiment totale d'employabilité. Et mon cas illustre très mal ces difficultés parce qu'en fait, j'ai démissionné avec la volonté de me réorienter. Donc j'ai retrouvé du travail dans la fonction publique en France. J'ai passé des concours avant que le scandale n'éclate. Donc c'est un peu atypique par rapport à beaucoup de lanceurs d'alerte. Ja, vielen Dank. Die Situation derzeit in der Welt ist das ja schon erläutert worden. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, vor dem Hintergrund des G20-Treffens jetzt hier in Baden-Baden, welche Forderungen werden jetzt konkret an die Minister gestellt? Was ist quasi die Botschaft, die jetzt von diesem Abend hier ausgehen soll? Also ich denke, da müssen wir unterscheiden zwischen ein paar sehr konkreten Forderungen, die auch kurzfristig leicht umsetzbar werden und ein paar weitergehenden, wo man sicherlich länger braucht und auch viel Energie doch verwenden muss, weil die einfach nicht so leicht umzusetzen sind. Die kurzfristigeren, leichteren wären erstmal die erwähnte Transparenzforderung, also vor allem die länderbezogene öffentliche Berichterstattung der Konzerne. Das wäre eine ganz wichtige Forderung.
Bei Transparenz gibt es noch die sehr starke Forderung nach der Transparenz der wahren Eigentümer aller Firmen, Stiftungen und Trusts, also in Registern und Zentralen, die auch nicht eine G20-Forderung sind. Es gibt zwar so allgemeine Prinzipien, wie die wirtschaftlich Berechtigten bei den Firmen, also die wahren Eigentümer, dokumentiert werden sollen, aber es gibt eben keine klare Forderung, öffentliche Register zu haben auf G20-Ebene. Das wäre auf jeden Fall eine klare Forderung. Es gäbe die klare Forderung, viel mehr vorzugehen gegen schädliche Steuerpraktiken, also sowohl gegen diese Sondersteuersätze wie diese Patentboxen, als auch natürlich ein klares Bekenntnis dazu, dass man nicht jetzt den Steuerwettbewerb hat, sondern Mindeststeuersätze beschließt. Das wäre eine sehr konkrete Forderung zu sagen, wir wollen keinen Staat haben, der unter so und so viel Prozent, und da müsste man natürlich mindestens 15-20% als Untergrenze haben, viel mehr wäre wahrscheinlich völlig unmöglich, aber so eine Untergrenze zu haben, Mindeststeuern sind nötig, das wäre eine ganz konkrete Forderung. Bei den längerfristigen Sachen gibt es einen Punkt, der natürlich etwas schwer umzusetzen ist. Wir haben bei ATTAC schon lange eine Forderung, auch mit einer Kampagne schon einige Jahre, zur sogenannten Gesamtkonzernsteuer oder englisch Unitary Taxation. Das heutige System hat ja das Problem, dass es davon ausgeht, die multinationalen Konzerne sind getrennte Einheiten und wir besteuern dann praktisch immer die einzelnen Einheiten, je nachdem, was dafür Gewinne anfallen, eben basierend auf den Verrechnungspreisen, die sie dann vorher alle irgendwie gestellt haben für ihre internen Transaktionen. Und das ist eben der Grund, ja, warum diese ganze Verschiebung möglich ist überhaupt. Und die Gesamtkonzernsteuer würde das System völlig umstellen und sagen, wir nehmen den gesamten Konzern, ermitteln den gesamten Gewinn und dann wird er eben aufgeteilt, also das auch, was schon Antoine erwähnt hatte. Und das wäre natürlich eigentlich langfristig die nötige Maßnahme. Das Problem dabei ist, das muss man auch objektiv sehen, glaube ich, dass da nicht nur die Steueroasen die Blockierer sind, sondern man muss für diese Besteuerung, zumindest wenn man sie halbwegs harmonisiert habe und nicht nur als Alleingang, doch bestimmte Regeln finden, zum Beispiel wie die Bilanz aussieht. Und dann auch, welche Formel man anwendet für die Aufteilung der Gewinne. Und da ist es halt so, dass jedes Land seine eigenen Steuersysteme hat und man muss dann sehr viel Angleichung erstmal haben. Ich denke zum Beispiel an eine Sache, die uns damals im Finanzministerium gesagt wurde. In Deutschland gibt es Pensionsrückstellungen in der Bilanz. Gibt es fast in keinem Land der Welt so anscheinend, aber wenn man das dann wiederum auch einheitlich machen will, müsste man das überlegen, wie kann man das alles vereinheitlichen. Und da sind also wirklich echte schwierige Probleme dabei, um das auch dann zu regeln. Wer verzichtet auf welche Regeln im nationalen Steuersystem zugunsten der Harmonisierung? Und deswegen sind da auch sehr schwerwiegende Probleme. Und einmal im Ministerium, als Sie auch waren, da haben Sie dann so gesagt, naja, wir haben ein paar leichte Probleme, die werden wir bald lösen, und ein paar schwierige, die werden wir später lösen. Und die leichten, da rechnen wir damit, dass sie so in 15-20 Jahren gelöst sind. Also das war fast ein bisschen scherzhaft natürlich, oder war schon scherzhaft, glaube ich mal, aber es war nicht nur scherzhaft, weil die Diskussion in der EU zum Beispiel läuft schon seit Jahrzehnten über die Harmonisierung. Es gab jetzt den letzten großen Vorschlag 2011, der ist wieder kassiert worden, weil kein Fortschritt mehr war. Und jetzt Oktober 2016 hat die Kommission einen neuen Vorschlag gemacht in zwei Stufen. Erst einheitliche Bilanz und dann Konsolidierung und also quasi Formelaufteilung der Gewinne. Das ist der Vorschlag, der gerade da liegt. Jetzt ist eben gerade Malta, hatte ich erwähnt, Malta Tax Haven hier, ist Ratspräsidentschaft in der EU. Und die sind ganz offen dagegen, weil da viele Sondersteuersätze auch schon mit wegfallen würden. Deswegen gibt es da wieder keinen Fortschritt wahrscheinlich das ganze halbe Jahr bis Juli, bis dann die nächste Präsidentschaft kommt. Aber es gibt eben auch durchaus Widerstand von einigen Staaten, die fürchten, dass wenn die schlecht umgesetzt wird, diese Steuer, die Gesamtkonzernsteuer, könnten auch da Steuern einer verloren gehen. Zum Beispiel hat die Kommission vorgeschlagen, wir machen eine Superabschreibung für Forschung und Entwicklungsausgaben oder wir machen eine fiktive Zinsabzüge für Eigenkapital von Gewinnen, also ganz schlimme Maßnahmen. Und natürlich, wenn die das so umsetzen würden, wäre es auch aus der Tax-Sicht eine Katastrophe. Deswegen muss man dann wieder sehr lang kämpfen, um ein halbwegs sinnvolles System zu haben. Und deswegen wäre das die langfristige Forderung, die wir haben, aber wirklich auch mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Vielen Dank. Es gab noch eine weitere Wortmeldung. Ja, bitte. Also ich habe keine Frage, sondern bloß eine Anmerkung. Und zwar ist es ja so, wenn sich viel Kapital dann in so einem Steuerparadies sammelt, dann ergibt das ja für den Staat auch einen Sinn, weil auch mit einem Minimalsteuersatz kommt ja dann dementsprechend doch ein Steuervolumen für den Staat zusammen. Aber die Konzerne haben auch ein Problem, ich habe das neulich irgendwo gelesen, in Bezug auf Microsoft. Das hat einen Haufen Milliarden in irgendeinem Steuerparadies geparkt und kann damit eigentlich gar nichts anfangen, weil sie diese Finanzen nicht zurück in die USA holen kann. Weil wenn sie die Finanzen in die USA holen, dann würde wieder der Steuersatz anfallen. Und von daher ist es jetzt auch kein Problem, was in den G20 geregelt werden kann. Das ist eigentlich ein Problem, was eigentlich nur in der UNO gelöst werden könnte. Also, ja.
Ja, es gibt noch eine andere. Bloß noch anmerken, ja, es gibt noch eine andere Lösung, die nennt sich Tax Holidays. Das ist ein Begriff, der schon mal verwendet wurde. Die USA könnten sozusagen eine Minderbesteuerung von rückgeführten Gewinnen verlangen, wenn das Geld dann sozusagen in den USA investiert wird. Also diese sozusagen Sondersteuern oder geringen Steuersätze für Rückführungen aus im Ausland geparkter Gewinne, die gab es auch in der Vergangenheit schon und läuft unter dem schönen Begriff Tax Holidays. Und Mr. Trump ist angeblich dabei, darüber nachzudenken, um eben quasi die Investitionen in den USA wieder zu intensivieren. Das ist genau ein Teil dieses Steuerwettbewerbs, zu sagen, ich legitimiere sozusagen nachträglich das Verhalten der großen Konzerne. Okay, eine kurze Anmerkung. Weitere Fragen? Das ist nicht im Moment der Fall. Hast du noch einen Punkt, der noch offen geblieben ist? Also, ich hätte selber eine Frage an Atiya zu dem Problem, was du erwähnt hast, dass jetzt auch Steueroasen in Afrika sich bilden. Und mich würde interessieren, wie du das jetzt bewertest. Sollten wir auch, sag mal, zum Beispiel von Europa aus oder von Deutschland aus, das mit derselben Schärfe kritisieren, wie wir jetzt, sag mal, Holland kritisieren, dass wir sagen, das ist ganz, ganz schlimm und auf keinen Fall? Oder gibt es Fälle, wo du auch sagen würdest, naja, das muss man anders bewerten, weil die vielleicht keine Wahl haben? Das ist ja immer die Behauptung, die die Staaten auch aufstellen. Wir müssen das machen, um irgendwie Kapital anzuziehen. Denkst du, wir sollten das dann immer genauso negativ bewerten oder muss man da auch differenzierter vorgehen? Man muss halt sagen, dass die auch gezwungen sind, vielleicht manche Sachen zu machen, weil sonst der deutsche Konzern nicht investiert. Also da haben wir auch schon so eine schöne Studie, das heißt hier African Incentive Survey 2016 von KPMG. Da steht da drunter als Untertitel Africa is open for business, a guide to tax incentives in Africa. Und das ist dann für jedes afrikanische Land hier eine Tabelle mit den wunderbaren Steuererleichterungen. Wir haben auch für unsere Recherche, die wir gerade gemacht haben, ein Beispiel angeschaut, Heidelberg Zement, die sind aktiv in Tansania, in einer Sonderwirtschaftszone und da ist halt laut dieser Auskunft hier ungefähr, also unter anderem 10 Jahre Steuerbefreiung einfach drin und das ist nur ein Beispiel, kürzlich habe ich gehört, dass sogar 20 Jahre jetzt kommen, aber wie weit können wir jetzt sozusagen diese Staaten dann angreifen und sagen, das sollt ihr nicht machen, das ist ja ganz schlimm, die Steueroase oder, also wie sollen wir strategisch damit umgehen, auch von hier aus mit diesen Steuererleichterungen in afrikanischen oder auch in ärmeren Staaten? It's a very big question. Yes. The first thing I would do is get the information. That is not even the complete information that is there right now. And then the second step that has to be taken is that African countries have to be convinced to actually have what are called cost-benefit analysis. Before you give something away, check what you're getting back in return. Most European countries do this before they give away tax incentives, but no African country, as far as I know, has actually ever done a cost-benefit analysis before they open it up. So how can we help? There are a lot of ideas that are now coming from African spaces, including their civil society and academics, but they tend to be left on one side because I was joking with somebody today, but actually PricewaterhouseCoopers is giving advice on things even in our governments. So if you have the big accounting firm that is also making business in a particular way, who is also now coming to work in civil service, your civil servants don't really do the work they're supposed to do anyway because PricewaterhouseCoopers is doing it for them. And there have been studies on this, and the question is, so what's the difference between what PricewaterhouseCoopers was doing and what the civil servants were doing earlier? Is there any difference? And we discovered that PricewaterhouseCoopers is going to give business to its companies that it audits because it wants to support its client base, whereas the civil servants who were being they were with complaints of corruption were giving it to people who would pay them the most. So either way, the answer is not a good answer.
But in one case, you're keeping up your business clientele, and that really is unacceptable, I think. So as we're starting to unpack some of the issues, very often we didn't really know what was happening. And now that we're starting to unpack them, getting voices to our African governments, asking them to hear what the local researchers are saying, because there's a lot of local research being generated now, and then getting them to consider these ideas. So, for example, my government is now giving me opportunity to speak to them in different spaces, which never happened 3 years ago. So, but this is me, this is only one person. There are no tax specialists in many other African countries. So even if they were able to have ideas, in other countries they wouldn't even know what to tell their government. So capacity, I think the bigger capacity problem is the knowledge. It's the knowledge base within African countries, so that African countries can themselves understand what these problems are and then develop solutions that they own. Some of the bigger problems we've had is that whenever something is pushed by donor aid, the solution may be good, but it will be thrown in the dustbin, because it is seen as a form very often of neocolonialism. There are a lot of the rising of these sort of debates, so encouraging homegrown debates becomes more important than what the IMF does, which is very, very dictatorial. And then the second thing is that pretty much every African country that has a loan with the IMF or the World Bank have to get tax advice actually from the IMF. They are not allowed to make their own rules. So the one place that you can make a really big impact is trying to control the IMF and telling them that they shouldn't be entering in these spaces. I was at a conference last week in Vienna, and the representative from the IMF actually said that conditionalities on tax have actually increased and not decreased, which means that whereas they are talking about loan conditionalities changing and being removed, tax conditionalities are not. And these controls are the places where a country can at least try and make itself survive through a process. I mean, there are many others, but I think the way the international institutions push their views onto African countries is a real problem. I mean, the other example I can give you is that I once had to go to Kenya, Uganda, Rwanda, and then I had to go to Bangladesh and Sri Lanka because I was doing work on both the continents. And every country I went to was reviewing their VAT, and it just happened that I was coming just after the IMF delegation. And every time I came, it was the same set of laws were being put in all these different countries. It was the identical phrase, the words, the language. So clearly this is a problem if we're going to do this across continents. And you will only see it if you have this accident that I saw it and was happening to follow them. And there's a lot of pressure on these areas, unfortunately. But those are just some examples. Ich habe noch mal eine Frage an Markus. Wir haben jetzt sehr viel über internationale Steuergesetzgebung und Steuerregularien gesprochen. Die Frage ist ja, was ist auf der nationalen Ebene möglich? Das Thema heißt ja hier quasi Doppelbesteuerungsabkommen, die ja oft dazu führen, dass zu einer doppelten Nichtbesteuerung kommt, weil jedes Land meint, im anderen Land wird besteuert, aber dann über besondere Regelungen das wieder ausgehebelt wird. Jetzt haben wir eine größere Informationsdichte aufgrund der ersten umgesetzten BEPS-Regelung. Inwieweit wäre es sozusagen möglich, über eine stärkere Quellenbesteuerung, also quasi direkt bei der Entstehung der Gewinne, zu einer stärkeren Besteuerung zu kommen? Und erst wenn das Unternehmen nachweist, ich habe im Ausland schon bestimmte Menge an Steuern gezahlt, dann das dann sozusagen eine Steuerrückerstattung bekommt. Also das, was wir als normale Arbeitnehmer auch erleben, dass wir erst einmal unsere Steuern zahlen und dann über eine Steuererklärung unsere sozusagen Sonderbelastungen nochmal realisieren können und dann eine Entlastung kommt, könnte man das nicht auch auf der Unternehmensbesteuerungsebene realisieren? Also kann man auf jeden Fall, ist auch eine Forderung, die wir ganz klar erheben. Das Problem ist eben, dass der OECD-Standard eigentlich vorsieht, möglichst null Quellensteuern zu haben. Die deutsche Bundesregierung hat 2013 erstmals eine offizielle Verhandlungsgrundlage für Doppelbesteuerungsabkommen veröffentlicht. Und da war ich bei der Präsentationsveranstaltung.
Und da war ganz klar, das Idealziel ist immer 0% Quellensteuern zu haben. Und dann hatten sie auch einen Beitrag, da ging es um Entwicklungsländer, also Doppelbesteuerungsabkommen mit Entwicklungsländern. Und da haben sie dann so zugegeben, naja, also wir wissen schon, so richtig auf Null, das werden wir nicht schaffen, da gibt es zu viel Widerstand von den Entwicklungsländern, das schaffen wir nicht, aber wir versuchen es als so niedrig wie möglich zu halten, so als Linie. Und das ist quasi so die offizielle Linie im Finanzministerium. Inzwischen aber so ein bisschen, sagt man uns zumindest, auch andere Regeln, dass man besser darauf eingehen will, wenn die, also es gibt angeblich so eine andere Grundlage für Verhandlungen mit Entwicklungsländern, wo es ein bisschen mehr Quellensteuern geben soll. Das entspricht dann mehr dem UN-Modell, was es auch gibt für Doppelbesteuerungsabkommen, für das wir auch immer kämpfen. Und da ist also angeblich so eine bessere Vorlage, die sie aber nicht veröffentlichen wollen. Also sagen sie einfach, wir haben irgendwas, wird nicht veröffentlicht, im Gegensatz zu dem Allgemeinen, wo es eben eigentlich auf Null hinausläuft. Das Bemerkenswerte ist jetzt aber, jetzt hat die Bundesregierung kurz vor Weihnachten ein Gesetz vorgelegt, selber, wo drin steht, Lizenzzahlungen sollen stärker besteuert werden an der Quelle in Deutschland. Also eine Art Lizenzschranke, man darf nicht unbegrenzt Lizenzausgaben abziehen, sondern da gibt es dann so eine Quote, wo man, wie die Grenze ist. Und das Kuriose ist, da haben sie jetzt dann reingeschrieben in die Gesetzesbegründung vor dem Gesetz selber, wir haben ja das Problem, dass in den vielen Doppelbesteuerungsabkommen quasi niedrige oder null Quellensteuern drinstehen. Und das ist quasi ein Problem auch aus deutscher Sicht plötzlich. Und deswegen macht man dieses neue Abwehrgesetz mit den, also mit mehr Quellensteuern, womit sie indirekt zugeben, dass diese Linie immer null Quellensteuern in den DBAs, in den Doppelbesteuerungsabkommen, ist aber wirklich auch selbst aus deutscher Sicht inzwischen ein Problem. Da dreht sich auch gerade etwas der Wind und wir hoffen, dass es auch weitergeht. Das Gesetz ist am 29. März im Bundestag und ich bin da für das Netzwerk Steuergerechtigkeit auch als Sachverständiger. Und da werden wir hoffentlich das durchkriegen, aber ich denke, es wird viel Widerstand geben von den Unternehmen, also der BDI und die ganzen großen Industrieverbände, die werden da sehr stark gegen ankämpfen, dass es kommt. Und wie erfolgreich sie sind, das werden wir jetzt dann auch feststellen. Also da müssen wir mal abwarten, ob es durchgeht. Wenn ja, wäre das wirklich auch ein Meilenstein wieder, dass da mehr Quellensteuern sind. Es gibt auch andere Quellensteuern in Deutschland, Wegzugsbesteuerung, weil wenn Rechte verlagert werden, gibt es auch zum Teil schon. Also es ist nicht alles jetzt nicht ganz schlecht, aber das wäre wirklich nochmal ein wichtiger Meilenstein auch in der Rechtfertigung für Quellensteuern, die man auch dann international verwenden kann. Aber es ist einfach noch ein sich entwickelndes Thema, wie weit diese Quellensteuern auch legitim sind und da sind wir wirklich noch am Arbeiten. Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir da noch mal einen Wortmelder. Zu dieser Anmerkung hätte ich die Frage, ob es da schon eine Stellungnahme vom SPD-Kandidaten, Bundeskanzlerkandidaten gibt dazu. Und dass man von der Merkel da nichts erwarten kann, ist ja klar. Aber vom SPD-Kandidaten, ob es da was gibt? Also ist allgemeiner zu dem ganzen Steuervermeidungsthema oder was ist genau gefragt? Ach so. Na gut, das ist, also ich habe jetzt keine spezifische Ausgabe im Sinn. Aber ich denke mal, nachdem es sogar ein Regierungsentwurf ist, also letztlich von Schäuble kommt, wird Schulz natürlich also auf jeden Fall unterstützt. Und die SPD hat ja auch immer gesagt, wir wollen das haben. Und auch SPD-geführte Länder haben mehr dafür gekämpft, dass also über Bundesrat auch diese Quellensteuervorschläge, Lizenzschranke reinkommt. Ich glaube, der jetzige Vorschlag kommt sogar über den Bundesrat, habe ich gehört, ich glaube Nordrhein-Westfalen. Also und da ist sozusagen Walter Borjans als Finanzminister, muss man anerkennen, gar nicht so schlecht. Der ist schon also einer der besten Leute in Deutschland, die schon für stärkere Regeln kämpfen gegen Steuerflucht als auch Vermeidung oder Steuerhinterziehung und Vermeidung. Und insofern ist die SPD da schon eher positiv, würde ich sagen. Und auch Finanzministerien und so sind da teils von der Länderseite her ziemlich aktiv dafür zu werben für diese Lizenzbeschränkung. Und ich denke mal, der Schulz wird auf jeden Fall da nicht dahinter bleiben. Aber ich habe jetzt keine konkrete Aussage. Aber ich denke, das war jetzt nochmal eine gute Anregung an alle, sozusagen parteiunabhängig jetzt einfach in den Diskussionen, die es jetzt im Vorwahlkampf und im Wahlkampf geben wird, mit diesen Themen auch an die Kandidaten ranzugehen, an die einzelnen Parteien, sie wirklich zu fordern, zu steuerpolitischen Themen Stellung zu beziehen, weil nur das zeigt eben, dass eben die Öffentlichkeit ein hohes Interesse an diesem Thema hat, dass es hier darum geht, sozusagen den Staat wieder stabil zu finanzieren, denn die Ausbildungsbereiche, die Altersversorgung, Infrastruktur, der Wandel der Ökonomie in eine zukunftsfähige Struktur, das bedarf vieler staatlicher Investitionen und dazu muss eben auch die finanzielle Grundlage geschaffen werden. Und das können wir nur mit einer stabilen Steuerpolitik, die eben nicht nur Arbeit und Verbrauch besteuert, sondern eben auch insbesondere Kapitaleinnahmen besteuert. Ich sehe jetzt
Ich würde sagen, eine letzte Frage lassen wir noch zu. Wir haben Sie jetzt schon heute Abend relativ lange mit komplexen Themen belastet. Ich will Sie jetzt nicht überfordern und von daher eine Frage noch und dann sollten wir aber zum Ende kommen. Bitte. Eigentlich ist es ja weniger eine Frage, die ich habe, sondern vielleicht noch ein bisschen Kritik an der Veranstaltung, weil ich meine, das Thema heißt ja, schlägt der Fisch vom Kopf her, kann man ganz kurz sagen, ja, bei der Bekämpfung der Steueroasen und Steuervermeidung ist die EU, die G20 auch ziemlich schlecht, das habt ihr ganz gut dargestellt. Und dann sehe ich heute vor der Kirche, wo ein Teil der Veranstaltung heute auch war, das Zitat des Papstes, wo dann gesagt wird, diese Wirtschaft tötet. Und dann bin ich auch schon der Ansicht, auch wenn die Konzerne brav ihre Steuern zahlen würden, der Wachstumszwang, den dieses System immanent ist, sozusagen, wird damit noch lange nicht aufgehoben, dass die Tatsache, dass die Reichen immer reicher werden, ist auch bei einer besseren Besteuerung nicht aufgehoben und so weiter. Also ich würde mal sagen, wir haben uns hier ein bisschen also unter unserem Kritikniveau, ich meine, das Thema ist schon klar, ihr habt das gut beschrieben, was im Einzelnen bei der Steuervermeidungsgeschichte da stattfindet, aber eine Kritik von der TAC, das ist ja eigentlich schon lange so, geht eigentlich über das Thema durchaus hinaus. Das wollte ich nochmal anmerken. Das war uns schon sehr bewusst, dass wir hier einen Teilaspekt herausgreifen. Selbstverständlich ist das Thema dieser steigenden Ungleichheit in der Gesellschaft ein wichtiger Punkt. Den haben wir heute Vormittag ja auch in der Pressekonferenz klar nochmal dargestellt. Ich denke, morgen bei den Redebeiträgen wird es nochmal rauskommen. Aber wir wollten uns heute Abend eben auf dieses Thema konzentrieren, dass wir nicht alle Weltprobleme an einem Abend in einem Rutsch durchdiskutieren können. Das war uns klar. Von daher, ich denke, ist es okay, sich mal ein bestimmtes Thema intensiver vorzunehmen und das auch intensiv zu diskutieren. Und ich freue mich, dass wirklich so viele Zuhörer da sind, die dieses Thema interessiert und darüber mehr wissen wollten. Denn es ist eines, würde ich meinen, eines der zentralen Themen, über die wir reden. Und in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten wurden roundabout 100 Milliarden Euro jährlich steuerliche Belastung von oben nach unten verschoben. Das heißt, oben heißt, die höheren Einkommensgruppen wurden steuerlich entlastet und die unteren Einkommensgruppen belastet im Volumen von 100 Milliarden. Und mit 100 Milliarden jährlich kann ich ganz schön viel Politik machen. Das heißt, wenn man das wieder umdrehen würde, die Belastung umdrehen und die Staatseinnahmen entsprechend erhöhen, hätten wir schon erheblich Gestaltungsspielraum, um zu einer gerechteren Gesellschaft zu kommen. Ich will damit nicht sagen, dass wir damit alle Probleme erledigt hätten, aber wir könnten schon einiges erheblich besser regeln. Von daher möchte ich an dieser Stelle Schluss machen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Was an Fragen noch da ist, Sie können gerne und stellen, wir laufen nicht gleich weg. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend noch. Danke.